Hallo meine Lieben, in diesem Video erkläre ich den Nähbegriff verriegeln. Also verriegeln bedeutet, wenn du zwei Stofflagen aufeinander legst und diese dann durch den Vorwärts- und Rückwärtsknopf verriegelst. So, ich habe schon mal zwei Stofflagen vorbereitet und zwar legst du diese einfach aufeinander. Also ist egal, ob jetzt links auf links oder rechts auf rechts, das ist nach Nähprojekt, was du gerade machst, unterschiedlich. Also ich lege das jetzt links auf links. Dann lege ich das ganz normal unter mein Nähfüßchen. Dann senke ich das Füßchen ab. Dann nähe ich jetzt ca. 2 bis 3 Schritte nach vorne. Und dann habe ich hier auf meiner Nähmaschine einen Knopf, den ich jetzt einmal drücke, so dass die Nähmaschine jetzt wieder rückwärts fährt. Und dann drücke ich den wieder, damit der wieder nach vorne fährt, also der Nähfuß. Und jetzt siehst du hier, dass die Nähmaschine hier vorne, also beziehungsweise hier oben, einmal nach vorne genäht hat und wieder zurück und wieder nach vorne. Und jetzt ist die Naht auch schön verriegelt. Das heißt, die Naht kann am Ende, also wenn du jetzt zum Beispiel ein Kleidungsstück daraus nähst, dass die Naht nicht mehr aufgehen kann. Das ist natürlich das Wichtigste vom Verriegeln. So, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem Video weiterhelfen. Falls du noch weitere Nähvideos anschauen möchtest, dann guck einfach unter www.dots-designs.de/lexikon. Ich wünsche dir viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Deine Jana.